Seekrauts. Moin Moin und willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Portal rund um unser gemeinsames Hobby World of Warships. Heute im Trockendock die Duca de Aosta, ein leichter Kreuzer der italienischen Marine, die am 20.04.2017 in World of Warships eingeführt wurde. Dieses Schiff hat den Namen Duca de Aosta und gilt als Typschiff der namensgleichen Klasse. Benannt wurde dieses Schiff nach dem zweiten Herzog von Aosta, nämlich Emanuele Filiberto. Auf Kiel gelegt wurde der Dampfer hier 1932, der Stapellauf war 1934 und am 13.07.35 wurde dieses Schiff in Dienst gestellt. Es ist der Nachfolger der Monte Cuccoli-Klasse und zeichnete sich durch eine deutlich verbesserte Panzerung aus, die dann auch auf der Abruzzi zum Einsatz kam. Dieses Schiff nahm an allen bedeutenden Schlachten im Mittelmeer teil, bis es dann 1943 in die Hände der Alliierten fiel und da dann noch für Bewachungs- und Patrouilleneinsätze eingesetzt wurde. Danach ging es als Reparationszahlung an die UdSSR und wurde da unter dem Namen Stalingrad eingesetzt, bis es dann nochmal umbenannt wurde in den Namen Kertsch. Am 20.02.59 wurde das Schiff dann außer Dienst gestellt und im späteren Verlauf dann eben verschrottet. Kommen wir zu den Werten, die wir auch heute vergleichen wollen, nämlich mit der Boot Journey und mit der Dallas. Und wir fangen oben an mit der Überlebensfähigkeit, die Trefferpunkte. 20.700 Trefferpunkte hat dieses Schiff hier von Wargaming zugeschrieben bekommen. Das sind 1.400 Punkte mehr als die Dallas hat und 1.100 Punkte weniger als die Boot Journey standardmäßig hat. Die Panzerung beträgt hier 7 bis 100 mm und ist wie folgt verteilt. Ihr seht es hier schon, am Bug 16 mm, am Heck, also Achtern, auch 16 mm. Dazwischen ist ein Panzergürtel, der 70 mm dick ist und die Zitadelle schützt, die nochmal 40 mm und 35 mm hat. Die Zitadelle liegt überhalb der Wasserlinie, zumindest zum Teil, und ist dadurch auch besonders leicht zu treffen. Auch Millimeter von 152 könnten diese Panzerung durchschlagen und Breitseite zeigen mit der Duca de Aosta ist ein Riesenproblem. Das Schiff ist lang, aber trotzdem relativ wenig, hat eine gute Ruderstellzeit, von daher ist das so eine Sache, aber ihr dürft halt definitiv keine Breitseite zeigen. Ihr müsst euch ständig bewusst sein, wo ihr auf der Karte steht, wo sich die Feinde befinden, von wo ihr beschossen werden könnt. Ihr braucht also einen wirklich guten Fokus, um dieses Schiff erfolgreich spielen zu können. Die 100 mm sind im Kommandoturm angebracht und dann haben wir vorne nochmal jeweils 90 mm auf den Hauptgeschützen vorne. Normalerweise ist das ja sogar andersrum. Bei anderen Schiffen hat man weniger Panzerung an der Kommandobrücke, sondern mehr Panzerung in den Geschütztürmen. So, und dann kommen wir zur Torpedo-Schadensverringerung. Die hat hier den Wert von 7%. Kommen wir zur Artillerie. Wir haben hier 4 Türme, A2 Rohre, 152 mm, in Zwillingsanordnung, direkt nebeneinander liegen Türme, sehen optisch super cool aus, wie ich finde. Was man zu den Türmen gleich sagen kann, um alle 4 Türme benutzen zu können, braucht ihr also eine Anwinklung von 30 Grad. Ja, 30 Grad reichen aus, um die Türme, oder 31 Grad, um genau zu sein, um die Türme alle benutzen zu können. In der Wendigkeit, die dieses Schiff hat, ist das durchaus gut möglich, diese Sachen dann auch entsprechend umzusetzen, also 8 mumpelnde Luft zu bekommen. Die Hauptbatterie hat hier eine Nachladezeit von 7,5 Sekunden und das vergleichen wir direkt mit der Dallas und der Boot Journey immer in dieser Reihenfolge. Wir haben bei der Dallas 8,5 Sekunden, bei der Boot Journey 8 Sekunden. Wir haben eine 180-Grad-Kehre, 25,7 Sekunden. Das ist bei der Dallas 22,5 und bei der Boot Journey 25. Das heißt, hier ist die Duca de Aosta das langsamste Schiff im Vergleich. Bei der Nachladezeit das beste Schiff. Der HE-Sprenggranaten-Höchstschaden, also der Alpha-Damage, wie man dazu sagt, 2100. Das ist bei beiden Vergleichsschiffen nämlich 2200 und die Brandwahrscheinlichkeit beträgt 12%, wenn sie hier nur 7% beträgt.
Dafür ist die Sprenggranatenmunition sehr schnell unterwegs mit 950 Meter, während die Dallas nur 812 Meter die Sekunde hat und damit einen viel höheren Bogen schießt. Das kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Wenn man hinter Inseln steht, ist der hohe Bogen natürlich ein Vorteil. Wenn man offen fährt und sich halt doch da einen Schlagabtausch mit einem anderen leichten Kreuzer zum Beispiel liefern muss, ist der Bogen nicht unbedingt ein Vorteil. Die gleiche Projektilgeschwindigkeit hat übrigens auch die Bujoni mit 950 Metern. Die AP-Munition ist hier angegeben mit 3200 Alpha-Damage und 1000 Meter die Sekunde, während ihre Kontrahenten 3200 Alpha-Damage haben bei der Dallas und 762 Meter die Sekunde und die Bujoni 3300 Alpha-Damage und 950 Meter die Sekunde. Nichtsdestotrotz ist die AP-Munition bei den Italienern ziemlich tricky und ihr braucht schon wirklich gut Breitseite fahrende Schiffe, zum Beispiel eben leichte Kreuzer, um sie auch mal zitadellen zu können. Bei allen anderen hat man halt ganz oft die Situation, dass man Abpraller oder Abbrecher generiert, weil ihr einfach da nicht durchkommt. Von daher empfiehlt selbst World of Warships in ihrem Wiki, ja, dieses Schiff mit ein paar E-Granaten zu fahren. Und ja, da empfiehlt sich dann natürlich auch der IFAE-Skill, der Trägheitszünder für die Sprenggranaten, um einfach mehr Schaden zu machen, um besser durch die Aufbauten durchzukommen, auch bei anderen Schiffen. Gut, kommen wir dann zum nächsten Punkt, das ist die Feuerreichweite. Die Feuerreichweite hier beträgt 14 Kilometer, ihr habt aber die Chance durch einen Aufklärungsflieger bis auf 16,8 Kilometer die Reichweite hochzuschrauben mit in Verbindung der sehr schrägen Anwinklung von der Kamera, das heißt, es ist aber nicht immer ganz einfach damit auch vernünftig zu treffen. Die Dallas hat dazu im Vergleich 14,3 Kilometer Reichweite, während die Bujoni sogar 16,6 Kilometer Reichweite hat. So, und dann kommen wir zu den Torpedos. Die Torpedos sind hier vorhanden, kann man definitiv nicht bestreiten. Wir haben zwei Werfer, A3 Rohre, an jeder Seite einen Werfer, der dann Torpedos rauslässt, die 12 Kilometer weit schwimmen, aber dabei fast von einem Zerstörer überholt werden können. Der Torpedo ist hier nämlich nur 51 Knoten schnell. Die Ladezeit des Werfers ist ziemlich gut mit 71 Sekunden. Und die Entdeckbarkeit des Torpedos zur See beträgt 1 Kilometer. Ihr wisst, dass vor kurzem die Spotflieger, also die Aufklärung von Flugzeugen, genervt wurde. Die beträgt jetzt nur noch die Hälfte. Das heißt, 500 Meter klären Flugzeuge die Torpedos auf. Das wird euch sicherlich helfen mit diesen langsamen Aalen. Im Vergleich zu anderen Schiffen, die Dallas hat gar keine Torpedowerfer, aber die Bujoni hat welche und da ist der Alpha-Schaden bei 14.400 im Vergleich zu hier, wo wir 13.367 haben. Die Torpedos sind viel schneller mit 65 Knoten, aber die haben auch nur eine Reichweite von 4 Kilometer. Außerdem ist die Nachladezeit bei der Bujoni mit 116 Sekunden auch sehr, sehr langsam. Bei den Italienern kann man schnell mal sagen, wenn man da in dem vorderen Bereich unterwegs ist und man keine Sorgen machen muss, dass da vielleicht eigene Schiffe reinfahren, kann man einfach immer mal wieder zwischendurch Torpedos spammen in irgendwelche größeren Schiffsansammlungen von Gegnern. Und ja, hat vielleicht Glück und einer fährt da tatsächlich mal rauf. Das kommt durchaus mal vor. Ne? Fire and forget ist das Prinzip, aber immer im Hinterkopf behalten, da sind auch noch eigene Schiffe, die da eventuell rauffahren können. Zur Flugabwehr. Die Flugabwehr ist von Hause aus eher ziemlich mau. Ihr seht es hier, einen Wert von 28. Wenn ihr aber dieses Schiff auf Flugabwehr skillt, also das Flak-Modul reinbaut, die Schießgrundausbildung und die erweiterte Schießausbildung mit rauf skillt, dann kommt ihr auf einen annehmbaren Wert. In Verbindung mit diesem Flakfeuer sorgt das auf jeden Fall dazu, dass der Träger, der euch eventuell anfliegen möchte, um euch rauszunehmen, davon definitiv was merkt und euch wahrscheinlich beim nächsten Mal meiden könnte. Ja, es ist immer noch keine total überragende Flugabwehr dann, aber es ist ganz okay, um sich dann selbst zu verteidigen. Zur Manövrierfähigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit sind hier outstanding 36,5 Knoten bei einem Wendekreis von 710 Meter und einer Standardruderstellzeit von 6,7 Sekunden. Wo stehen wir denn da im Vergleich? Die Dallas hat 32,5 Knoten, hat einen kürzeren Wendekreis von 650 Meter, aber 8 Sekunden Ruderstellzeit. Und die Bujoni fährt 35 Knoten, hat über 800 Meter Wendekreis und 8,6 Sekunden Ruderstellzeit. Also ihr habt hier den größten Vorteil auf T6. Ihr seid super schnell und ihr habt eine sehr kurze Ruderstellzeit. Das macht echt Laune, dieses Schiff da zu fahren. Ihr werdet merken, wie agil dieser Ferrari der Meere sozusagen in euren Händen liegt. Die Verborgenheit, um die ganzen Werte hier komplett zu machen, liegt bei 12,1 Kilometer und
Zur Luft habt ihr 7,3 Kilometer. Solltet ihr mal im Nebel stehen und daraus schießen wollen, 5,8 Kilometer ist dann die Entdeckbarkeit eures Schiffes. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Vielleicht macht es ja mal Sinn, aus dem Nebel dann die Sache zu nutzen und da mal draus zu ballern. Im Vergleich, die Entdeckbarkeit zur See bei der Dallas 11,88 Kilometer und zur Luft 6,81, während die Bujoni 13,14 und 8,19 Kilometer hat. Das heißt, ihr liegt mit der Duca d'Aosta genau in der Mitte zwischen Dallas eben und der Bujoni. So, nachdem wir uns durch die Werte durchgearbeitet haben, kommen wir dann schon zu dem Munition- und zur Verbrauchsmaterial. Ihr habt hier jede Menge Verbrauchsmaterial und das ist eben halt irgendwie auch das Besondere. Ihr müsst hier nicht rumtauschen, sondern ihr habt hier 4 Slots an Verbrauchsmaterialien, was ziemlich cool ist. Also, Schadensbegrenzungsteam, ihr habt wieder Premium-Schiff, meine Standardanrede sozusagen. Nutzt bitte auch das Premium-Verbrauchsmaterial, das wird in der Regel immer wieder reingeholt, die Mehrkosten, die ihr dadurch habt, in jedem Gefecht. Also, Schadensbegrenzungsteam 1 und 2, 5 Sekunden aktiv. 90 respektive 60 Sekunden ist die Ladezeit, von daher alle Minuten ein Schadensbegrenzungsteam benutzen zu können, ist schon ziemlich cool. Und das ohne Flaggen, also wenn man da noch ein 1000 Sasser oder die November Foxtrot Flagge drauf hat, dann kann man diese Nachladezeit sogar noch weiter runtersetzen. Unbegrenzte Anzahl ist natürlich klar bei dem Schadensbegrenzungsteam, da gibt es ja nur ein Schiff, welches das begrenzt hat. Dann kommen wir zur Hydroakustik, die hat hier eine Ortung von Torpedos auf 2,82 Kilometer, 3,96 von Schiffen, 92 Sekunden ist die Hydroakustik aktiv, wenn ihr Prämie benutzt, 120 Sekunden ist die Aufladedauer, dreimal könnt ihr das Modul benutzen, wenn ihr die Standardversion benutzt, 3 Minuten Ladezeit und 2 Aufladung. Das defensive Flakfeuer erhöht euren Flugabwehrschaden um 200% und ist 40 Sekunden lang aktiv. Also da könnt ihr ganz ordentlich was an Torpedobombern runterballern oder denen das Leben auf jeden Fall schwerer machen, wenn ihr denn so geskillt seid. Dann habt ihr hier eine Ladezeit von 180 Sekunden, auch da sind es 3 Minuten, Anzahl sind 2 und dann haben wir das gleiche hier, wo wir dann aber 120 Sekunden Ladezeit haben und eine Anzahl des Verbrauchsmaterials von 3. Und dann kommen wir zu dem Aufklärungsflugzeug, was ihr hier unbedingt mitnehmen solltet, ist ja, ihr habt ja keine Wahl, ihr müsstet ja quasi mitnehmen, 1 oder 2. Feuerreichweite wird um 20% erhöht, die Wirkung sind 100 Sekunden, stand jetzt noch, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und dann haben wir eine Nachladezeit von 360 respektive 240 Sekunden, das heißt also 4 Minuten müsst ihr dann darauf verzichten. Ihr habt eine Aufladung von 3 respektive eben 4 als Verbrauchsmaterialanzahl. So, und dann gehen wir nämlich gleich hier mal hin. Wir haben hier im ersten Slot Einbaumöglichkeiten. Hauptbewaffnungsmodifikation macht sicherlich Sinn, wenn ihr keine andere Verbesserung da einbauen könnt. Und bei mir ist das so. Ich habe nämlich eine Aufklärungsflugzeugmodifikation, die die Einsatzdauer des Aufklärungsflugzeugs um 30% verlängert. Und deswegen baue ich das Teil auch ein. Und wenn wir dann wieder zurückgucken, wir hatten vorher 100 Sekunden, jetzt haben wir 130 Sekunden. Und das sind dann 2 Minuten 10 Sekunden Dauer. Das ist schon richtig, richtig schön. Und ihr müsst dann da einfach mal zusammenrechnen. 6 Minuten 10. Das heißt, man kann diese ganze Geschichte dann dreimal benutzen im ganzen Spiel. Das macht dann also richtig Sinn. Und wenn man genug wendig ist oder wenn man die Wendigkeit des Spiels Schiffs ausnutzt, dann braucht man die Hauptbewaffnungsmodifikation vielleicht auch gar nicht so unbedingt. Ich werde dazu bei den Kapitänskills noch was sagen, warum oder wie man diese Sache mit der Hauptbewaffnungsmodifikation eben ein bisschen ausgleichen kann, warum ja, wenn man eben den Aufklärungsflugzeugmodifikation 1 da eingebaut hat, dann fehlt einem ja quasi die Überlebensfähigkeit oder das Risiko eines Ausfalls der Hauptbatterie wird eben nicht minimiert und das muss man ja ein bisschen entgegenwirken. So, im zweiten Bereich gibt es dann die Antriebsmodifikation, die Steuergetriebe-Modifikation, die ihr hier eben einsetzen könnt. Sollte man dann dementsprechend eben sich überlegen, was man da tut. Wir nehmen jetzt hier das Steuergetriebe. Die Brandwahrscheinlichkeit würde ich jetzt nicht unbedingt runterskillen. Hier ist auf dem Kreuzer sowieso relativ kurz. Und dann sind wir schon bei dem dritten Slot. Und da kommt es jetzt drauf an, was ihr eben machen möchtet. Die Flakbewaffnung einbauen oder eben das Zielsystem einbauen. Ich hatte vorher das Zielsystem drin, da die Streuung ein bisschen enger ist und die Torpedowerfer sich schneller drehen. Auf der anderen Seite, das merkt man kaum. Ich werde jetzt hier einfach mal die Flakbewaffnung ausprobieren auf diesem Kreuzer. Und dann kommen wir zum vierten Slot. Der vierte Slot ist für mich das Steuergetriebe, um noch eine höhere Wendigkeit zu haben, um den feindlichen Granaten noch mehr auszuweichen.
Und dann haben wir hier nämlich auch schon eine Manövrierbarkeit von 5,3 Sekunden. Also das sind nochmal 1,4 Sekunden weniger Ruderstellzeit, die das Schiff dann immer schön wendig halten. Wenn ihr dieses Schiff im Store kauft, dann erhaltet ihr dazu eine Typ 10 Lackierung Duca de Aosta. Optisch auch schön, irgendwie ganz nett gemacht mit diesen gelben Dreiecken da drin. Die Standardwerte natürlich, Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten der Gegner plus 4%, Kosten der Schiffswartung nach dem Gefecht minus 10% und EP je Gefecht plus 50%. Welche Signale spielen da jetzt eine große Rolle für euch? Also, wir haben hier oben dann zwei Flaggen, die besonders intensiv als Vorteil zu sehen sind. November Foxtrot, wie ich schon angebracht hatte, wohin, das erhöht eben die, oder verringert die Nachladedauer des Schadensbegrenzungsteams, des 77 Flaggfeuers und so weiter und so weiter. Deswegen macht November Foxtrot durchaus Sinn. Dann natürlich Sierra Mike, um eure Höchstgeschwindigkeit noch weiter nach oben zu pushen. Ihr seid dann bei 38,3 Knoten. Dann könnte man natürlich über die Juliet Charlie drüber nachdenken. Aufgrund eurer Panzerung ist das ja schon ein gewisses Problem, dass ihr da eventuell auch mal einen Magazintreffer erleiden könnt, gerade wenn großkalibrige Schiffe auf euch schießen. Und dann kann man natürlich noch versuchen, die Brandwahrscheinlichkeit nach oben zu skillen. Das macht man dann hier mit diesen beiden Flaggen. Dann wäre man hier am Ende irgendwie bei 8%. Und das ist immerhin 1% mehr, was ihr dann da zusammen erreicht. Der Rest sind eigentlich ökonomische Flaggen, die jetzt hier aktuell, ja, auf die ich einfach nicht weiter eingehe, was ihr dann da am Ende an ökonomischen Flaggen verbauen wollt, ist dann vollkommen euch überlassen. Aber der größte Vorteil sind eben diese Flaggen für dieses Schiff. Wenn ihr auf die Flugabwehr noch Wert legt, so wie ich sie jetzt mit eingebaut habe, dann solltet ihr natürlich auch die Flugabwehrflagge hier mit draufsetzen, die dann nochmal so ein bisschen was an Flugabwehr erhöht. Vor allen Dingen, ihr müsst immer vor Augen halten, ihr habt das defensive Flaggfeuer, wenn ihr angeflogen werdet, benutzt es und dann verdoppelt sich ja der Wert um jeweils, also auf 200% ist der Boost, ne? Dann steht dann schon ein Wert von 70, wenn man dazu sagen möchte. So, und nachdem wir uns die Tarnung und die Signale angeguckt haben, kommen wir dann jetzt noch zu dem Kapitän. Wie sollte man den Kapitän hier skillen? So, wenn mein Client hier sich ausgerechnet hat, dann nehmen wir nämlich jetzt hier mal den Kapitän, der bei mir auch auf der Abruzzi eingesetzt wird. Fangen wir oben an. Die Skillung, die ihr da einsetzen solltet, ist natürlich vorrangiges Ziel, was natürlich auch den Sinn macht. Ihr müsst euch jederzeit der Gefechtssituation bewusst sein und deswegen solltet ihr unbedingt vorrangiges Ziel benutzen, damit ihr überhaupt wisst, ob ihr anvisiert werdet und wenn ihr anvisiert werdet, von wie vielen, damit ihr dann entsprechend manövrieren könnt. Dann habe ich hier präventive Maßnahmen mit eingesetzt, das durchaus Sinn macht, aus dem einfachen Grund, weil ich halt am Anfang die Hauptbewaffnungsmodifikation zum Beispiel nicht mit eingebaut habe und damit mir so ein paar Prozentpunkte bei der Modulausfallwahrscheinlichkeit zurückholen möchte. Ihr könnt dann allerdings auch Beschussalarm mit reinsetzen, um eine Warnung zu bekommen, ob ihr beschossen werdet, um dann eben noch schnell zu manövrieren. Bei der Ruderstellzeit sollte das eigentlich ja, ziemlich schnell möglich sein. Außerdem die ja, Katapultflugzeugzentrale, also ja, muss jeder für sich selber wissen, ob ihr das eben benutzen wollt. Kann Sinn machen, dadurch, dass ihr natürlich einen extra Slot nur für dieses Auflegungsflugzeug habt. Ja, und ihr dann natürlich auch gegebenenfalls schneller Torpedos entdeckt. Weil ihr ja auch ein schöner Zerstörerjäger zum Beispiel seid. Mit den schnell feuernden Kanonen, eurer hohen Geschwindigkeit, kommt auch so schnell auch kein DD davon. Und das wird euch sicherlich helfen. In der zweiten Reihe, da ist dann als erster Skill für mich eine der Punkte Elite-Schütze und dann natürlich der Adrenalinrausch, die hier sicherlich die meisten am meisten Sinn machen. Die 25,7 Sekunden Turmdrehzeit sind einfach sehr, sehr lang und damit kriegt er sie dann doch ein bisschen runter, die Turmdrehzeit. Adrenalinrausch ist klar, ihr nehmt Schaden und dafür habt ihr einen besseren Nachlade. Eine bessere Nachladezeit, also die verkürzt sich. Und dann geht es weiter. Was kann man denn noch empfehlen?
Man kann hier zum Beispiel mit letzter Anstrengung skillen. Das ist eigentlich ein Zerstörer-Skill, aber ich sagte ja schon eingangs, der Schiff ist eigentlich ein halber Zerstörer. Und von daher kann mit letzter Anstrengung auch sehr hilfreich sein. Dann natürlich auch der Tausendsasser, um die Nachladezeit der Verbrauchsmaterialien weiter runter zu bekommen. Und was auch durchaus Sinn macht, aufgrund der langsamen Torpedos, ja, hier könnt ihr die Reichweite dann zwar, bekommt ihr die Reichweite zwar reduziert, aber dafür sind die Torpedos deutlich schneller und die sind dann schon bei 56 Knoten. Das ist dann auch eine gewisse Verbesserung. Gut, das sind eigentlich so die Skills, die aus meiner Sicht am meisten Sinn machen. Man kann auch noch über höchste Alarmbereitschaft nachdenken. In dem Dreier-Skill-Bereich habe ich mich deutlich für den Sprengmeister entschieden, weil ich da unten auch IFAE geskillt habe und damit Brandwahrscheinlichkeit verliere. Die erhöhe ich dann quasi mit dem Sprengmeister eben wieder. Sonst, wenn ihr damit halt auf Zerstörerjagd geht, könnte Wachsamkeit nützlich sein. Es könnten eben die Grundlagen der Überlebensfähigkeit nützlich sein, um vielleicht ein bisschen was an Branddauer runter zu skillen. Ist meiner Meinung nach aber auf so einem leichten Kreuzer, der viel ausweichen kann, der sowieso kürzer brennt als andere, jetzt nicht unbedingt so notwendig. Außerdem, wenn ihr darauf Wert legt, dann bastelt ihr einfach die entsprechende Flagge rauf, um da die Branddauer etwas zu reduzieren. Inspekteur ist ja quasi fast auf jedem Schiff irgendwo mal eine Überlegung wert. Ich persönlich werde hier den Inspekteur sehr wahrscheinlich nicht skillen. Ich habe ja jetzt auch schon jede Menge Skillpunkte vergeben. Ich habe noch 2 Punkte übrig und die werde ich irgendwo hier in dem oberen Bereich eben anbringen. So, dann in dem Viererbereich habe ich jetzt den Tarnmeister drin. Ihr seid ein leichter Kreuzer. Das Sinnvollste für leichte Kreuzer ist, nicht gesehen zu werden, weil sie dann auch nicht beschossen werden können. Dann müsst ihr auch nicht ausweichen. Von daher, der Tarnungsmeister macht für mich am meisten Sinn. Und danach IFAE, damit ihr eben 30% mehr an Panzerung, an Aufbauten durchschlagen könnt und da dann euren Schaden macht. Das wirkt sich sehr stark auf euren Schadensoutput aus. Wenn man IFAE jetzt zum Beispiel nicht skillen möchte und hauptsächlich Zerstörer jagen möchte mit diesem Teil, dann macht die Funkortung natürlich Sinn. Das würde ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal mit erwähnen wollen. Ja, und das ist meine Skillung oder meine Idee, wie ich den Kapitän im Moment ausbaue. Das kann sich durchaus nochmal ändern und das, was ich jetzt nebenbei erwähnt habe, was man noch alles skillen kann, ist dann auch eurem Geschmack ein Stück weit überlassen, wie ihr eure Duca der Oster, ich wollte gerade sagen DD, ist es ja fast, aber ja, wie ihr eure Duca dann fahren wollt. So, dann kommen wir eigentlich schon zu den größten Vorteilen. Der größte Vorteil der Duca der Oster ist die ganz hohe Geschwindigkeit. Ihr habt den Vorteil, dass ihr hier 3 Verbrauchsmaterialien, nämlich defensiven Flakfeuer, den Aufklärungsflieger und Hyrakuste quasi parallel benutzen könnt. Ihr habt eine geringe Nachladezeit bei den Torpedos von 71 Sekunden, die 12 Kilometer weit gehen. Gleichzeitig natürlich die Langsamkeit, das ist wieder dann der Nachteil. Ihr habt sehr schnell schießende Türme mit 7,5 Sekunden Nachladezeit und einer sehr hohen Projektilgeschwindigkeit, was das sehr, sehr spaßig macht. Ihr habt eine flache Flugbahn, also ihr könnt besser vorhalten, habt ein besseres Gefühl dafür, könnt schneller für ein Gefühl entwickeln. Ja, und wenn ihr euch auf Luftverteidigung so ein bisschen spezialisiert, dann kann auch ein Flugzeugträger durchaus überrascht werden von dem, was ihr da an Schaden verursacht. Was natürlich ein riesen Nachteil ist, ist hier die Brandwahrscheinlichkeit, ja, dann die Torpedoreichweite oder bei Torpedogeschwindigkeit eben diese 51 Knoten. Das ist sicherlich ein großer Nachteil und die meiner Meinung nach sehr schlechte AP-Munition, wo man sich sehr, sehr stark überlegen muss, wann man diese AP-Munition benutzt. Einen Vorteil habe ich natürlich noch vergessen, die ganz hohe Wendigkeit, die niedrige Ruderstellzeit. Das ist wirklich ein Ferrari, der quasi super viel Anpressdruck und super viel Geschwindigkeit hat. Der fährt, ist wie so ein kleiner Formel-1-Renner, der durch die Gegend fährt, durch die Weltmeere schippert. So, was für ein Erfahrungs-Skill-Level würde ich denn da jetzt anlegen? Ja, wenn ihr leichte Kreuzer mögt, das heißt, ihr seid immer sehr gerne schnell, mobil, wendig, ändert ständig euren Kurs, mögt das nicht an einem Fleck zu stehen und zu campen, so wie das für andere Schiffe durchaus auch sinnvoll sein kann, wenn man eine hohe Schussbahn hat zum Beispiel, kann man hinter Inseln ja ganz gerne da einiges reißen. Das geht mit der Duca der Oster viel, viel schwieriger, weil sie eben eine flache Flugbahn hat oder flachere Flugbahn hat. Wer sowas mag, dem sei das Schiff ans Herz gelegt. Es sollte also schon eine gewisse Erfahrung mit leichten Kreuzern vorliegen, dann werdet ihr mit dem Dampfer Spaß haben. Wenn ihr lieber Schlachtschiffe fahrt
Und dann ist das Schiff erstmal nichts für euch. Ihr solltet euch erstmal einen anderen leichten Kreuzer, wie die Bojani zum Beispiel, oder die Dallas erspielen, das damit testen. Wenn ihr damit klarkommt, dann könnte die Duca d'Aosta was für euch sein. Ich als Italiener-Fan betrachte dieses Schiff natürlich als ein Must-Have und ein gutes Einsteigerschiff in den italienischen Baum. Und ist, da ist die, für mich ist die Abruzzi der logische Nachfolger von diesem Dampfer. Von daher passt es ziemlich gut. Ja, und ich hoffe jetzt, dass euch diese Schiffsvorstellung wieder ein bisschen was genützt hat und ihr eure Entscheidung entsprechend treffen könnt, wenn ihr damit liebäugelt, das Schiff zu kaufen. Wenn ihr schon habt und nach einer Skillung gesucht habt, habt ihr sicherlich die eine oder andere Sache mitnehmen können. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, uns abonniert. Hier auf YouTube, gerne auch auf Facebook und auf Twitter, wo wir seit neuestem auch vertreten sind. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Dampfer und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im nächsten Video oder eben im Livestream. Haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao, ciao. Sea Krauts.